Das ist die geniale Schöpfung unseres großen Flugzeugkonstrukteurs Wladimir Petliakov. Im Jahre 1942 ermöglichte dieses Flugzeug unserem Volkskommissar für auswärtige Angelegenheiten Molotow, ohne Angst zweimal über das Gebiet des Kriegsgegners Deutschland nach England zu fliegen. Lange vor dem Krieg wurde in der Sowjetunion der unverwundbare schwere Bomber entwickelt. Und es wurde ein Befehl erlassen, bis 1940 1000 solcher Bomber zu bauen. Doch dieser Befehl wurde später außer Kraft gesetzt und wieder erlassen und wieder zurückgezogen. Fünfmal. Warum? Dieser Bomber konnte eine Ladung von 5 Tonnen aufnehmen, im Überladungszustand sogar noch mehr. Er konnte eine 5-Tonnen-Bombe mitnehmen. Eine solche Bombe ist ein ungeheures Ding. 1000 TB-Flugzeuge konnten 5000 Tonnen Bombenladung mitnehmen. 5000 Tonnen sind 5 Kilotonnen. Das aber ist die Sprache des atomaren Jahrhunderts. Kilotonnen. Die hätte man nach Berlin bringen und abwerfen können. Man kehrt zurück und bringt in der nächsten Nacht noch eine Ladung und auch in der folgenden Nacht. 4 Nächte. 20 Kilotonnen, das ist Hiroshima. Also, wir hatten den Schlüssel zum Zweiten Weltkrieg. Stalin hätte einfach den Produktionsbefehl für diese Flugzeuge unterzeichnen können und wir hätten sie gebaut. Und mit diesen Flugzeugen hätte uns niemand überfallen. Doch wir brauchten dieses Flugzeug nicht. Deshalb nicht, weil wir den Krieg nicht aufhalten wollten. Deutschland vernichten? Genauso wenig. Wir wollten sein Potenzial erobern. Hitler war genauso ein Aggressor wie Stalin. Er hatte auch keine strategische Luftwaffe. Es gab sie nicht. Wenn wir eine Strategie der Vernichtung wählen, so müssen wir nicht das Land, seine Wirtschaft, seine Städte vernichten, sondern die Streitkräfte. Dafür brauchen wir aber ein ganz anderes Flugzeug. Ein Flugzeug mit einem Motor, ein Flugzeug für Schlachtfelder. Ein Flugzeug, das eine Panzerabwehrkanone im Gebüsch ausmacht, das einen einzelnen fahrenden Panzer erkennt. Das heißt, punktuelle, sogar manövrierende Ziele auf dem Schlachtfeld. Die Armee und nicht riesige strategische Ziele. Deshalb wurden alle strategischen Ressourcen bei Hitler für die Herstellung von einmotorigen Sturzkampfflugzeugen verwendet, hauptsächlich vom Typ Ju-87. Wir verwendeten sie für den Bau von Kampfflugzeugen Il-2 und für den leichten einmotorigen Bomber Su-2 von Iwanow. Das ist die Frunze Militärakademie, eine Schmiede der Kommandeurkader der Roten Armee. Sie alle sind zukünftige Generäle und Marschälle. Sie stammen aus dem Arbeiter- und Bauernmilieu. Dieser Umstand erfüllte unser Volk mit berechtigtem Stolz. Da sind sie, die Helden des Bürgerkrieges, die vernichtend die zaristischen Generäle schlugen. Und das ist einer der Lehrer. Schauen wir mal ein wenig aufmerksamer hin. Das sind seine Schüler. Und das ist er. Auch er. Ich, Bürger der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, trete in die Reihen der Roten Arbeiter- und Bauernarmee, lege damit meinen Eid ab und schwöre feierlich, ein ehrlicher, tapferer, disziplinierter, wachsamer Soldat zu sein, streng das Staats- und Militärgeheimnis zu hüten, alle Militärreglemente und Befehle der Kommandeure, Kommissare und der Vorgesetzten widerspruchslos zu befolgen. Ich schwöre gewissenhaft, das Militär... Boris Michailowitsch Schaposchnikow, hervorragender Militärtheoretiker, ehemaliger zaristischer Offizier. Meinem Volk, meiner sowjetischen Heimat und Arbeiter- und Bauernregierung ergeben zu sein. Das war der einzige Mensch, den Stalin mit Vor- und Vatersnamen anredete, alle anderen nicht. Er sagte zum Beispiel Genosse Molotow oder Genosse Iwanow oder Genosse Kusnezow, Genosse Beria, Genosse Jeschow, Genosse Tuchatschewski. Niemals sprach Stalin Schukow mit Georgi Konstantinowitsch an. Genosse Schukow und fertig. Es gab nur eine Ausnahme für Boris Michailowitsch Schaposchnikow. Sogar als er noch kein Marschall der Sowjetunion war, sondern ein Armeebefehlshaber ersten Ranges. Boris Michailowitsch Schaposchnikow schrieb ein Buch über den Generalstab und nannte ihn einfach das Hirn der Armee. Eine schöne Bezeichnung, doch so ist es ja auch. Soll ich vielleicht Schaposchnikow aus dem Hirn der Armee vorlesen?
das gerade zum Thema unseres Gespräches. Könnte überhaupt ein Präventivkrieg vom Standpunkt der historischen Entwicklung gerechtfertigt werden? Hier müssen wir eine eindeutige Antwort geben, dass wenn ein solcher Krieg ein aggressiver, revolutionärer sein wird, dann wird er auch ein gerechter Verteidigungskrieg sein, unabhängig davon, wer ihn angefangen hat. Es wird immer einen Zeitpunkt geben, wo die revolutionären Massen oder die rückständigen, unterdrückten Völker im Kampf gegen den Kapitalismus die Waffen ergreifen müssen. Dass man in einem solchen Kampf vielleicht gezwungen sein würde, auch in einen Präventivkrieg einzutreten, braucht man ja gar nicht zu erklären. Der Verteidigungscharakter eines Krieges wird nicht durch die Feststellung bestimmt, wer als Erster den Krieg entfesselte. Das ist ein militärstrategischer Grundsatz des Chefs des Generalstabes. Ich möchte Ihnen unter anderem sagen, dass gerade darin das Geheimnis lag, warum Schaposchnikow als einer der wenigen Militärfachleute überlebte. Überlebte, weil alle oder die meisten auf das Schafott gingen. Boris Schaposchnikow hat im ungeheuren stalinistischen Gemetzel, in dem tausende Kommandeure der Roten Armee untergingen, nicht nur überlebt, sondern war auch ein Mitglied des Militärkollegiums, das die berüchtigten Todesurteile gefällt hat. Wodurch hat der ehemalige Oberst des zaristischen Generalstabs ein solch hohes Vertrauen Stalins verdient? Das Buch von Schaposchnikow lag ständig auf dem Schreibtisch von Stalin. Im Buch wurde verständlich erklärt, dass der von uns entfesselte Krieg immer ein gerechter Befreiungskrieg sein würde, unter allen Umständen. Und außerdem wurde genauso verständlich der Mechanismus des Eintritts in einen solchen gerechten Krieg erklärt. Schaposchnikow erklärt in diesem Buch, was die Mobilmachung ist. Er sagt, die Mobilmachung bedeutet, dass wir entweder im Frieden oder im Krieg leben können. Der Staat kann sich nicht ständig im Zustand der Kriegsbereitschaft befinden, so wie ein Mensch nicht ständig mit zwei aufs Ziel gerichteten Pistolen dasitzen kann. Man möchte mal auf die Toilette gehen, mal Kaffee trinken, auch mal einen Wodka. Er kann das nicht. Er muss diese Pistolen weglegen. Er muss arbeiten, muss irgendetwas machen. Genauso muss auch eine Nation arbeiten. Sie kann nicht ständig zwei Pistolen in den Händen halten. Darüber geht sie pleite. Diese Nation verhungert. Daher gibt es eine Friedenszeit und eine Kriegszeit. Es gibt eine gewöhnliche Periode und es gibt den Krieg. Und nichts dazwischen. Entweder wir arbeiten und schwingen den Hammer oder wir schießen mit Pistolen. Wir können nicht mit einer Pistole schießen und gleichzeitig mit dem Hammer arbeiten. Und gerade diesen Zeitpunkt des Übergangs von der Friedens- zur Kriegszeit bezeichnet man als Mobilmachung. Schaposchnikow stellt sehr genau fest, Mobilmachung bedeutet Krieg. Das heißt, wenn wir gearbeitet haben und dann den Hammer weglegen und nach den Pistolen greifen, dann müssen wir schießen. Denn wir leben in einer Zeit, wo um uns herum Feinde sind. Wenn wir nach Pistolen greifen, dann greift auch der Feind nach Pistolen. Wenn wir also beschlossen haben, nach Pistolen zu greifen, sie auf den Gegner zu richten, wird auch der Gegner das Gleiche tun. Vielleicht sogar noch schneller als wir. Wenn wir danach greifen, müssen wir sie auch einsetzen. Wenn wir die Pistolen einfach so auf den Gegner richten, wird er uns irgendwann erschießen. Mit solchen Sachen spielt man nicht. Und die Mobilmachung sollte nach Schaposchnikow zwei Phasen haben. Wenn wir offen die Mobilmachung erklären, scheuchen wir den Gegner auf. Wenn wir versuchen, das bis zuletzt geheim, geheim, geheim zu tun, dann wird der Gegner dahinter kommen. Daher hat Schaposchnikow die Mobilmachung in zwei Phasen eingeteilt. Eine geheime, für die Dauer von ungefähr 2-3 Jahren, und eine offene Phase. Ein Tiger teilt seinen Angriff auch in zwei Abschnitte ein. Zuerst schleicht er sich unbemerkt so nah wie möglich heran, und dann stürzt er sich auf sein Opfer. Genauso wurde bei uns die Mobilmachung durchgeführt. Das heißt, wir schleichen uns unbemerkt, geheim heran, dann greifen wir an und danach, im Augenblick des Angriffs, beginnen wir mit der offenen Mobilmachung, der zusätzlichen Mobilmachung. Bis heute wundert sich die ganze Welt, wie auch wir selbst, wie unsere bezaubernden Frauen Asphalt- und Eisenbahnschwellen verlegen, die Kräne führen und in den glühenden Werkhallen arbeiten konnten. Das geschah nicht zufällig. Im Land der Planwirtschaft war auch das vorgeplant. Lassen Sie uns an die weit zurückliegenden 30er Jahre erinnern. Unsere ruhmreichen Mädchen bestiegen die Traktoren und Lastwagen. Auf den Feldern und in den Holzfällerbrigaden, auf den Baustellen und in den Transportbetrieben griffen sie den patriotischen Aufruf von Pascha Angelina und Dusja Winogradova auf.
Fehlten etwa in unserem Land junge Männer, um die Wälder abzuholzen und die Kohle zu fördern? Oh nein, sie wurden für etwas anderes benötigt. Genossen, ich gab der Roten Armee meinen Sohn, einen Panzerkommandanten, einen Traktorenführer der Kolchose. Er wird bis zum letzten Blutstropfen unser Kolchosenglück verteidigen. Und wenn es nötig ist, so komme ich mit einem Gewehr in der Hand meinem Wasja, meiner Armee, zu Hilfe. Da sind sie, die Traktorenführer, die Holzfäller. Für die Erfüllung ihrer ehernen Pflicht werden sie in die Reihen der Roten Armee einberufen. Naja, bei den jungen Burschen muss es wohl auch so sein. Es gibt dabei scheinbar nichts Besonderes. Doch wir sollten uns genauer diese einfache Chronik anschauen und vor allem anhören. Seltsame Gespräche wurden zumal in den Einberufungsstellen geführt. Sind Sie ein Komsomolze? Ein Komsomolze seit 1939. Wie haben Sie sich zur Einberufung vorbereitet? Ich war ein Freiwilliger des Sondertrupps der 9. Armee, Teilnehmer an den Kämpfen mit den Weißfinnen. Gemäß dem Beschluss der Einberufungskommission wird Ihrem Gesuch stattgegeben. Sie werden zum ordentlichen Militärdienst in den Truppen des Innenministeriums, also des NKWD, einberufen, wozu ich Ihnen gratuliere.